Ich bin beruflich nach China gelangt, Ende der 70er Jahre. Und weil ich schon zuvor Sammler von Gegenwartskunst war, war es für mich ganz natürlich, mich da umzusehen, was die zeitgenössischen Künstler tun. War zwar nicht sehr angetan, es schien mir ein bisschen derivativ von der Westkunst. So habe ich zunächst nichts gesammelt, habe mich aber immer mit der Szene vertraut gemacht. Und wie ich dann in den 90er Jahren die Situation wieder analysierte, da stellte ich fest, dass eben niemand, weder Individuum noch Institution in China Gegenwartskunst sammelte. Das schien mir sehr befremdlich, der größte kulturelle Raum der Welt, und niemand interessiert sich dafür, was die zeitgenössischen Künstler tun. Und so habe ich dann mich entschieden, quasi dieses Dokument anzulegen, das ansonsten eben nicht existieren würde. Es wäre ja Aufgabe einer nationalen Institution, sowas anzulegen. Ja, so ist es eigentlich zu dieser irrationalen, breiten Sammlungstätigkeit gekommen. Nein, in den allerersten Tagen nicht. Da habe ich mich an meinem eigenen Geschmack orientiert, wie das ein Privatsammler zu machen pflegt. Aber wie ich eben diese Situation betrachtet habe, dann habe ich den Fokus geändert. Kalligraphie ist einfach eine Richtung, auch in der chinesischen Gegenwartskunst, nicht nur in der Tradition. Und dann ist es vom Konzept her erforderlich, von meinem Sammlungskonzept her erforderlich, dass ich das auch in meine Sammlung spiegle. Und es ist natürlich auch interessante, gute Kunst. Inwiefern erforderlich? Weil mein Konzept eben ist, die gesamte chinesische Kunstproduktion zu spiegeln, über alle Medien, entlang der Zeitachse, und dann fällt zwangsläufig auch Kalligraphie darunter. Die chinesische Kunst ist im Westen so bekannt geworden, einmal durch diesen großen Auftritt 1999 an der Biennale, wo Harald Seemann rund 20 Künstler zeigte. Es gab natürlich auch zuvor Ausstellungen chinesischer Kunst, aber die haben nur ein Publikum gefunden, China-Freaks oder Spezialisten, Künstler. Aber an dieser Biennale musste das große internationale Kunstpublikum durch diese 20 chinesischen Künstler bzw. deren Arbeiten wandern. Und dann ist eigentlich sehr vieles in Gang gekommen. Der zweite Grund, warum die chinesische Kunst auch mittlerweile großes Interesse findet, hat zu tun mit dem Aufstieg von China. Also einem obskuren, unbekannten Land im fernen Osten zu einer Weltmacht, politisch, wirtschaftlich. Und damit ist das Interesse auch sehr gewachsen, diesen Giganten verstehen zu können. Und dazu dient auch die zeitgenössische Kunst. Sehr interessant finde ich diese Arbeit von Fang Mangbo, die uns das ganze chinesische Alphabet gewissermaßen zeigt, wenn auch in einer visuell sehr schönen Weise verändert. Es spielt an auf die Frage, wie ist denn nun die chinesische Schrift im Computer, in den neuen Medien zu verwenden, was könnte ihre Zukunft sein und dergleichen.